Herzlich willkommen zu einem neuen Video von Sapiens Parabellum. Stefan kann leider nicht dabei sein, dafür sind wir heute auf der IWA vertreten. Und wer sich mit dem behördlichen Teil auseinandersetzt, kommt an der Firma Glogear natürlich nicht vorbei. Wir haben es uns nicht leben lassen, den Raphael an unserer Seite zu holen. Er ist nicht nur Tester für neue Produkte und Entwicklung beteiligt, sondern auch für Behörden und Spezialkräfte Berater. Und Raphael wird uns ganz kurz die Erneuerungen fürs heurige Jahr 2023 erklären. Raphael, bitte schön. Ja, danke für die Gelegenheit. Wir haben die letzten Jahre dafür genutzt, Glogear, wie bereits angekündigt, auf die nächste Stufe zu heben. Dafür haben wir drei vollwertige, komplette Kampfbekleidungslinien entwickelt. Einmal das längst ausständige Facelift der Raider MK4. Da sind wir jetzt an der Raider MK5 angekommen. Und um das Beste noch besser zu machen, haben wir die Raider MK5 zur Raider ATS umgebaut. Die ATS steht für Advanced Textile Solution. Mhm. Dafür nutzen wir ein spezielles neues Material, was uns möglich gemacht hat, das Gewicht, die Beweglichkeit, die Atmungsaktivität und auch gewisse Features, um ein wesentliches zu erhöhen. Die Anwendungsfreundlichkeit massiv zu steigern und gleichzeitiges Gewicht um über 18% zu reduzieren. Gewicht ist ein wichtiges Thema. Wir haben es vorher schon zusammen besprochen. Weniger Gewicht heißt, weniger Wasser kann aufgenommen werden, trocknet schneller, was halt für Spezialkräfte ein wichtiger Punkt einfach ist, gell? Ja, ganz genau. Und ein wesentlicher Punkt ist, wir haben da einmal zum Vergleich die Raider MK5, das Combat Shirt, ein komplett neues Produkt. In der MK5-Serie sind wir auf bewährte Sachen zurückgegangen, wie Nylon-Verstärkungen, seit neuestem auch am Combat Shirt, wie man da sehen kann. Und gleichzeitig auch der Einsatz von Schulterschonern, Schulterpolstern, um eben das Gewicht von Plattenträgern und von schweren Waffen wie Maschinengewehren zu reduzieren. Damit den Kampfwert der kompletten Truppe auch noch massiv zu steigern, weil man einfach eine längere Durchhaltefähigkeit ebenfalls erreichen kann. Und gleichzeitig mit der ATS-Serie haben wir das Nylon nochmal verbessert durch den Einsatz von Keramik, haben damit die Scheuerbeständigkeit, den Schnittschutzfaktor erhöht und die Atmungsaktivität ebenfalls erhöht und sichergestellt. Wir haben vorher schon besprochen, wie viele Wiederholungen, Abriebswiederholungen habt ihr jetzt gemacht bei den Tests? Ja, wir verwenden zwei neue Keramiktechnologien. Das eine ist die sogenannte Y-Technologie, wie wir sie hier einsetzen. Die zweite ist die Daxton-Technologie, hier sichtbar. Bei der Y reden wir von ungefähr 5000 Scheuertouren, bevor wir durchkommen mit 240er Körnung Schleifpapier. Mhm. Bei der Darkstone-Technologie unten sind wir bei ungefähr 30.000 Wiederholungen. Wahnsinn. Damit haben wir eine Steigerung von fast 6-fachen bezüglich zu Nylon, bei geringem Gewicht, höherer Atmungsaktivität. Sehr cool. Also die meisten von euch kennen es, zumindest die Plattenträger tragen, das Abscheuern auf den Schultern, immer unangenehm, also da auf jeden Fall vorgesorgt. Abrieb haben wir auch vorher noch besprochen. Es sind halt einfach die Stellen, die am meisten genutzt werden, wo aber halt dann auch am meisten Verschleiß einfach da ist. Und nicht nur im Kleidungsbereich hat Glogear was Neues, sondern ihr habt ja noch ein paar Features. Wie bereits erwähnt, wir haben die letzten Jahre genutzt. Wir haben so ziemlich in jeder Schiene massiv an Produkten zugelegt. Insgesamt knapp 50 Neuentwicklungen. Von Plattenträgern, Plattenträgersystemen, Rucksäcken, Daypacks bis hin zu wesentlich größeren Rucksäcken haben wir einiges entwickelt. Waffenteile, Waffenanbauteile sowie wir werden jetzt wieder zurück in die Cold and Wet Serie gehen. Haben uns da Know-how von zahlreichen Special Forces rund um den Globus geholt und haben daher das Sortiment bereits erweitert. Das wird Mitte des Jahres vorgestellt und Näheres diesbezüglich werden wir natürlich über unseren Social Media Account bekannt machen und ja, soweit. Perfekt. Auf jeden Fall Glogear folgen. Ich hoffe natürlich, dass wir über Sapiens Parabellum ein paar Dinge zum Testen bekommen. Da müssen wir noch mal ein bisschen nachverhandeln. Das war es auf jeden Fall mal von uns. Teilen, liken, abonnieren nicht vergessen und bis zum nächsten Video. Dankeschön, Raphael. Dankeschön.